Ich bin der Daniel und ich zeige euch heute, wie man einen Rainbow Coffee zubereitet. Das Besondere an einem Rainbow Coffee ist, wie der Name schon sagt, der Milchschaum ist bunt und was diesen Milchschaum bunt macht, sind Lebensmittelfarben. Außerdem braucht ihr die Unterlage eines Flat Whites oder eines Café au Lait. Ich habe hier was vorbereitet. Einmal den Kaffee in einer möglichst weiten Bowl, außerdem einen schönen cremigen Milchschaum. Dann nehme ich diese Farben hier und spritze sie einfach auf den Milchschaum drauf. Ihr könnt natürlich hernehmen, was ihr wollt. Grün, blau, rot, gelb, alles was die Farbpalette hergibt. Dann bringt ihr den Kaffee einmal ins Fließen. Nehmt die Tasse leicht schräg. Und dann seht ihr eh schon, wie die Farben in euren Kaffee reinfließen. So bekommt ihr eine schöne Marmorierung in dem Kaffee, in der Crema. Jetzt könnt ihr euch den Kaffee schmecken lassen.